Hallo, liebe Sternenfreunde, und herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im August 2017. Und da steht ein kosmisches Großereignis auf dem Programm, die totale Sonnenfinsternis vom 21. August. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich werde euch durch diese Konstellationen führen, die einige Herausforderungen für uns bereithalten. Bevor wir einsteigen, gratuliere ich meiner Gewinnerin aus der Verlosung vom Juli, 15 Minuten Kurzberatung bei mir gewonnen hat. Gozo Tania 2011. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich auf meinem unten eingeblendeten Kundentelefon oder per E-Mail bei mir. Auch in diesem Monat verlose ich wieder 15 Minuten Kurzberatung. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, dann bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Und das wird sich diesen Monat wahrscheinlich sehr lohnen, denn die Konstellationen werden bestimmt viele Fragen aufwerfen. Der August wird ein ganz besonderer Monat mit der totalen Sonnenfinsternis vom 21. August. Die Bahn ihrer Sichtbarkeit erstreckt sich quer über Nordamerika. Links und Infos dazu stelle ich euch unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das im Internet anschauen. Zuvor haben wir auch noch den Vollmond am 7. August, der als partielle Mondfinsternis erscheinen wird. Beide Konstellationen finden im Zeichen Löwe statt, weil dort jetzt der nördliche Mondknoten steht. Und ihr wisst ja, dass der Mondknoten als Schicksalsanzeiger gilt und ein sehr wichtiger Faktor ist für die Liebe und für Seelenpartnerschaften. Deshalb möchte ich euch auch noch mal mein Special ans Herz legen: Folge deinem Herzen. In diesem Video gehe ich ausführlich auf die Bedeutung des Mondknotens für alle Sternzeichen ein. Nicht nur die beiden Finsternisse, auch eine Reihe heftiger Konstellationen mit Liebesplanet Venus, Romantikplanet Neptun und Exzentrikplanet Uranus lösen gewaltige Gefühlswellen aus. Da werden wir also nach dem heißen Juli so schnell keine Pause bekommen. Unsere Beziehungen sind weiterhin einigen Bewährungsproben ausgesetzt. Außerdem wird am 13. August der Merkur für 3 Wochen rückläufig und das in Verbindung zu Illusionsplanet Neptun. Psychologisch bedeutet das für unsere Liebesbeziehungen ein ziemliches Auf und Ab zwischen Romantik, Chaos und Enttäuschung. Viele von uns wünschen sich jetzt, dass in der Liebe etwas Aufregendes passiert. Wer auf der Suche nach einer Partnerschaft ist, wird durch diese Konstellationen angeregt und aufgewühlt. Es liegt viel Flirtenergie und Anziehungskraft in der Luft und es fällt leicht, neue Leute kennenzulernen. Das betrifft übrigens auch neue Freundschaften. Zunächst sind wir begeistert von den neuen Menschen, aber dann bekommen wir lauter unklare Signale und Botschaften und wir beginnen, Widersprüche darin zu entdecken. Und wir wissen dann nicht recht, was wir daraus machen sollen. Wahrheiten kommen ans Licht und Illusionen beginnen, der Erkenntnis der Realität Platz zu machen. Die Gefahr ist groß, dass Herzen gebrochen werden, besonders um die Mitte des Monats herum. Am besten werden diejenigen damit klarkommen, die frei und ungebunden sind und keine Verantwortung für andere übernehmen müssen. Sie werden ihren Spaß haben. Für sie wird das Ganze wie eine riesige Welle sein, die sie begeistert surfen werden. Aber diejenigen, die das Bedürfnis nach wahrer Liebe und einer echten Beziehung haben, laufen Gefahr, dass ihnen das Herz gebrochen wird. Das Beste ist also, man geht in diese Zeit mit einem Gefühl von Freiheit und Abenteuer hinein, denn der Spaßfaktor ist hoch. Und die Chancen stehen gut, dass man sich mit neuen Bekanntschaften prächtig amüsiert. Mit einem Wort, es herrscht Urlaubsstimmung. Und es ist genau wie mit einem Urlaubsflirt. Am besten, man nimmt ihn nicht zu ernst und erwartet nicht, dass man eine Urlaubsliebe mit nach Hause nehmen und daraus eine feste Beziehung oder Familie bauen kann. In festen Beziehungen kann es sehr schwierig werden, wenn einer oder beide Partner ein Thema mit Eifersucht oder Kontrolle haben. Das würde die Beziehung jetzt sehr gefährden. Da sind beide gefordert, ins Vertrauen zu gehen und auf das zu setzen, was in der Beziehung gut läuft und was sie verbindet. Ihr müsst im Gespräch bleiben. Natürlich müsst ihr auch äußern, wenn ihr mit dem Verhalten eures Herzallerliebsten ein Problem habt. Aber ihr müsst auch damit rechnen, dass Liebespartner jetzt extrem empfindlich reagieren, wenn man sie eifersüchtig bewachen oder kontrollieren will. Für Festliierte gibt es 2 Zauberworte, um mit den Konstellationen klarzukommen: Vertrauen und Toleranz. Der Schlüssel zum Glück ist, dass man sich gegenseitig viel Freiraum lässt. Und das funktioniert eben am besten, wenn eine starke Vertrauensbasis da ist. Was auch gut funktioniert, ihr unternehmt gemeinsam mit eurem festen Partner etwas mit Abenteuercharakter. Etwas, was ihr beide noch nie zuvor ausprobiert habt. Ob das nun ein spannender Urlaub ist
oder der gemeinsame Besuch in einem Swingerclub. Hauptsache, beide haben an dieser Idee Spaß. Das ist sehr wichtig. Es gibt noch einige weitere wichtige Konstellationen, die ich mit euch durchgehen möchte. Wir starten den Monat mit durchaus schönen und prickelnden Flirtkonstellationen, nämlich Sonne, Mars und Mondknoten hier im Partyzeichen Löwe und Jupiter im Beziehungszeichen Waage. Die Venus steht im Familienzeichen Krebs und das fördert Familienfeiern und Familienbeziehungen. Dann haben wir die Lilith im Schützen, die verbindet sich in diesem Monat mit Saturn und das ist vor allem ein politisch interessanter Aspekt, der starke Frauen in Wirtschaft und Politik fördert. Für unsere Beziehungen kann dieser Aspekt bedeuten, dass wir bei kreativen Projekten recht kompromisslos vorgehen. Wer kreativ tätig ist, kann jetzt erfolgreich manifestieren und möchte vielleicht nicht so gerne Verantwortung im Beziehungsleben übernehmen. Wenn ihr das bei euch selbst oder bei eurem Partner spürt, gibt es nur eines: Lasst euch gegenseitig viel Freiraum. Seid tolerant. Das ist überhaupt diesen Monat Trumpf für alle festen Beziehungen, haben wir schon gesagt. Man muss sich Freiraum lassen. Das zeigt auch eine wichtige Konstellation mit Uranus. Der wird am 3. August rückläufig, und zwar hier im Zeichen Widder, in den letzten Graden des Widders. Und um dieses Datum herum ist seine Kraft dadurch besonders hervorgehoben. Uranus ist ja der Freiheitsplanet und das bedeutet, unser Bedürfnis nach persönlichem Freiraum steigt. Und so mancher wird aus seiner Beziehung ausbrechen wollen und keine Grenzen akzeptieren. Das Problem ist nur, dass wir am Neumond zuvor den Venus-Saturn-Aspekt hatten und der bedeutet, dass uns jemand Grenzen setzen will. Es kann also zu Konflikten darum kommen, dass ein Partner sich vom anderen eingeengt fühlt. Uranus wird aber nicht nur rückläufig, sondern geht in die erste Passage des Halbquadrats zu Neptun. Hier, das ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist für Liebesbeziehungen. Er beginnt Anfang August und wirkt sich über gut 3 Monate hin aus. Uranus steht ja für Freiheit, Aufbruch und Erneuerung, während Neptun hier für romantische Träume und Sehnsüchte steht. Deshalb wird wohl so mancher in den kommenden 3 Monaten davon träumen, wie gut es doch wäre, frei zu sein und nicht in einer Beziehung. Es kann auch sein, dass Menschen, die sich in Trennung befinden, im Grunde nicht wirklich wissen, was sie wollen und während dieser 3 Monate ihre Meinung noch mal ändern. Wenn ihr also jemanden kennenlernt, der euch erzählt, er sei gerade dabei, sich zu trennen, dann ist das mit Vorsicht zu genießen. Generell müsst ihr aufpassen, wenn ihr neue Leute kennenlernt, die sich über ihre Situation nicht so ganz im Klaren sind oder die euch verunsichert erscheinen. Ja? Die wünschen sich ihre Freiheit, aber sie verstehen eigentlich nicht, welche Komplikationen es für sie bedeutet, wenn sie plötzlich Single sind. Daher könnten sie versuchen, zurück in ihre Beziehung zu flüchten. Und sie bringen dann diese Verunsicherung in euer Leben hinein. Außerdem hat dieser Aspekt Folgen für das Internet-Dating, denn Uranus steht ja für die moderne Welt des Internets und der Technik, Computertechnik, und Neptun steht für Romantik und Illusionen. Das bekannte Problem, dass Leute sich in Datingportalen oder Flirt-Apps falsch darstellen, wird sich verstärken. Man muss also sehr vorsichtig sein und genau hinschauen, wenn man Beziehungen im Cyberspace beginnt. Weil Uranus im Widder steht und Neptun hier in den Fischen, trifft dieser Aspekt besonders die Geborenen aus den Kardinalenzeichen, also Widder, Krebs, Waage und Steinbock, sowie die Geborenen aus den veränderlichen Zeichen, nämlich Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische. Ihr müsst dann bitte in den Sternzeichen-Videos darauf achten, welche Geburtstagskinder jeweils den Aspekt von Uranus oder von Neptun empfangen. Natürlich können auch andere davon betroffen sein, wenn sie Planeten in diesen sensiblen Positionen stehen haben. Besonders, wenn es sich um Venus, Mars oder den Mond oder auch den Aszendenten handelt, denn das sind alles Beziehungsfaktoren. Wenn ihr also merkt, dass sich in einer neu angebahnten Beziehung viele Unsicherheiten für euch auftun, wäre es vielleicht eine gute Idee, sich eine persönliche Beratung zu holen. Dann haben wir seit dem 24. Juli und noch bis zum 20. August die letzte Passage des Quadrates zwischen Jupiter und Pluto. Das ist der Schuldenaspekt, den ich schon öfter erwähnt habe. Achtet deshalb darauf, dass ihr euch finanziell nicht in Probleme stürzt, weil ihr jemanden beeindrucken wollt. In festen Beziehungen solltet ihr alle Anschaffungen mit dem Partner besprechen und gemeinsam überlegen, ob ihr das Geld dafür auch ausgeben wollt und auch die Konsequenzen gemeinsam tragen wollt. Genau, so jetzt möchte ich euch den Vollmond zeigen. Und zwar
ist der ja am 7. Und dieser Vollmond findet statt auf der Achse Löwe-Wassermann. Und der ist auch gleichzeitig eine partielle Mondfinsternis. Und da kann es in Beziehungen zu Auseinandersetzungen kommen, die sehr emotional geführt werden. Wer davon besonders betroffen ist, darauf gehe ich in den Sternzeichen-Videos ausführlich ein. Danach kommt dann die große Romantik-, Liebes-, Flirt- und Herzschmerzphase. Erst wird die Venus einen wunderbaren Romantikaspekt zu Neptun bilden und gleichzeitig auch zu Merkur, sehr schöne Aspekte. Aber kurz darauf geht sie dann in Spannung zu Transformationsplanet Pluto und Glücksplanet Jupiter. Und währenddessen wird dann am 13. auch noch der Merkur rückläufig hier in der Jungfrau und dabei steht er ganz genau gegenüber von Illusionsplanet Neptun. Das habe ich am Anfang schon ausführlich erläutert. Das ist diese Zeit, wo wir uns erst verlieben, aber dann gemischte und verwirrende Signale bekommen. Wo es also ganz wichtig ist, sich die Sache erstmal länger anzuschauen und das in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Und diese Phase der Liebesverwirrung mündet dann direkt in das kosmische Großereignis des Jahres, die Sonnenfinsternis vom 21. August. Und das ist dann auch gleichzeitig der Neumond hier im Zeichen Löwe. Und der Vollmond zuvor fand ja auch auf der Achse Wassermann-Löwe statt. Beides Mal steht die Sonne im Löwen. Das heißt, wir haben zweimal die Vollmond- und die Neumondenergie mit einer Betonung auf das Löwezeichen, wo ja der nördliche Mondknoten steht. Und der Löwe ist das Zeichen der Sonne und wir haben auch noch das Jahr der Sonne. Deshalb denke ich, dass die Energie dieser Sonnenfinsterniskonstellation und auch der Mondfinsternis extrem stark sein wird. Genau. Und in den Sternzeichenhoroskopen werde ich darauf eingehen, welche Geburtstagskinder für diese Konstellationen besonders empfänglich sind. Wie gesagt, schaut euch dazu auch nochmal das Video Folge deinem Herzen an. Die Sonnenfinsternis findet ja in Verbindung mit den Mondknoten statt und in diesem Video habe ich ausführlich erläutert, wie die Mondknoten zu den jeweiligen Sternzeichen stehen und welche Themen dadurch angesprochen werden. Wenn die Sonnenfinsternis sich auswirkt, dann bringt sie eine große Transformation im Beruf, in eurer Beziehung oder in eurem Wohnort mit sich und möglicherweise sogar zwei oder alle drei Bereiche gleichzeitig. Diese Wirkung beginnt ca. 3 Monate vor Eintritt der Sonnenfinsternis. Das heißt, die Betroffenen spüren das häufig schon seit Mai, dass da was im Kommen ist. Und sie hält danach noch bis zu 18 Monaten weiter an. Ist ja auch klar, wenn es sich um so große Transformationen im Leben handelt. In eurem individuellen Horoskop wird sich die Sonnenfinsternis dann auswirken, wenn sie auf einen persönlichen Planeten oder auch auf ein Eckhaus im Horoskop fällt, sprich Aszendent, Deszendent, viertes Haus oder zehntes Haus. Wenn ihr also Löwe oder Wassermann seid oder den Aszendenten im Löwen oder Wassermann habt, wird es für euch spannend. Aber eben auch, wenn ihr andere wichtige Planeten im Löwen oder Wassermann habt oder wenn euer viertes oder zehntes Haus im Löwen oder Wassermann steht. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, solltet ihr eine Beratung in Anspruch nehmen. Diese Sonnenfinsternis hat eine Superpower, denn der Löwe, in dem sie stattfindet, ist ja, wie gesagt, das Zeichen der Sonne und deswegen wird sie sich mit maximaler Kraft entfalten. Es lohnt sich also auf jeden Fall herauszufinden, wie diese Konstellation zum eigenen Horoskop steht. Und die Sonnenfinsternis ist ja gleichzeitig auch ein Neumond und der findet in den letzten Graden des Zeichens Löwe statt. Die Bedeutung der Neumondkonstellation kann man so beschreiben: Selbstvertrauen, König sein im eigenen Universum, Exzellenz und Manifestation. Wir haben großartige Ideen, das zeigt das Trigon zu Uranus, was besondere Geistesblitze verspricht. Und wir sind von diesen Ideen auch sehr überzeugt, ist ja im Löwen. Es geht also jetzt darum, unser Selbstvertrauen auch zu rechtfertigen, indem wir diese Ideen manifestieren. Also wir dürfen uns nicht einfach für eine großartige Leistung feiern, bevor wir sie auch erbracht haben. Aber wir haben eben auch ganz starke kosmische Hilfe dabei. Ja, wir haben tolle Planetenkonstellationen, die uns dabei unterstützen. Jupiter bringt glückliche Umstände, Lilith macht uns besonders kreativ und Saturn hilft uns beim Manifestieren. Im August wird nämlich nicht nur der Uranus rückläufig, sondern auch Saturn wechselt die Richtung. Er wird am 26. August wieder direktläufig, nachdem er zuvor praktisch den ganzen Monat über auf einem einzigen Grad verharrt hat.
Das heißt, auch die Kräfte des Saturns sind besonders stark und das rund um diesen Neumond mit der Sonnenfinsternis. Deshalb glaube ich, dass wir zu diesem Neumond enorme Manifestationskräfte freisetzen können, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen. 2 Tage nach dem Löwe-Vollmond geht die Sonne ins Zeichen Jungfrau, nämlich am 23. August um genau 0.20 Uhr. Das heißt, in den nächsten beiden Wochen sind dann beim Manifestieren noch einige Details zu beachten und fertigzustellen. Und zum Vollmond in der Jungfrau am 6. September sollte sich dann zeigen, was wir zustande bringen können. Am 24. August bildet dann die Venus nochmal einen schwierigen Aspekt hier zu Freiheitsplanet Uranus. Das ist der letzte Teil des Liebeschaos-Aspekts. Da sollte man auf keinen Fall überstürzt eine Beziehung beenden. Am 26. August geht dann die Venus ins Zeichen Löwe, dann lieben wir wieder mit mehr Selbstbewusstsein. Und dann sehen wir wahrscheinlich die ganze Situation in einem anderen Licht. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis dahin noch abzuwarten, ehe wir eine unüberlegte Entscheidung treffen. Weil dieser Monat so viele spannende neue Beziehungs- und Liebesverunsicherungen mit sich bringen kann, ist das nochmal ein guter Grund, auf meine 90-Tage-Regel hinzuweisen. Wenn ihr neue Leute kennenlernt, schaut euch das erstmal über 3 Monate lang an. Lernt die Leute erstmal näher kennen und achtet darauf, wo die Bereiche mit potenziellen Gefahren sind, die ihr vielleicht zunächst nicht seht, wenn euch jemand besonders attraktiv erscheint. Und das am besten, bevor ihr mit der Person Sex habt, auch wenn es schwerfällt. Wenn ihr nach Ablauf der 3 Monate immer noch schwer verliebt seid, also beide Partner, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann könnt ihr anfangen, diese sich anbahnende Beziehung ernst zu nehmen und euch in jeder Hinsicht tiefer einlassen. So viel also zu diesen äußerst spannenden Konstellationen im August. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch bitte dieses Video, damit auch andere sich über die Konstellationen informieren können. Für eure Anregungen und Kommentare erreicht ihr mich über Facebook oder direkt hier auf YouTube. Natürlich freue ich mich auch über euren Besuch auf meiner Homepage. Dort könnt ihr euch übrigens auch zu meinem Newsletter anmelden. Und dann würde ich euch noch raten, dass ihr vielleicht doch eine Beratung in Anspruch nehmt, wenn ihr eben merkt, da bahnt sich was an, wenn ihr das spürt, dass ihr mit dieser Sonnenfinsternis in Resonanz steht. Das würde sich wirklich lohnen. Dazu könnt ihr auch eben einfach auf meine Homepage gehen und die Beratung direkt dort buchen und euch gleich anmelden. Und ich melde mich dann bei euch, damit wir einen Termin machen können. Eine Alternative wäre, dass ihr euch zu meinem Webinar Antonias Sterne am 28. Juli anmeldet. Da beantworte ich also für jeden zumindest eine Frage, zum Beispiel, wo fällt die Sonnenfinsternis in meinem Horoskop hinein? Das wäre eine Möglichkeit. Danach gehe ich in die Sommerpause und dann geht es im September wieder weiter. Jetzt zur Verlosung, wenn ihr natürlich Glück habt, dann gewinnt ihr auch einfach 15 Minuten Kurzberatung bei mir persönlich. Und der Gewinner, die Gewinnerin wird in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben, also bitte dann unbedingt anschauen. Und das funktioniert folgendermaßen, ihr postet mir bitte einen netten Kommentar, also ich freue mich schon über was Inhaltliches, jetzt nicht nur so einfach, ich möchte gewinnen, sondern ich möchte gerne erfahren, wie gefällt euch das, wie könnt ihr das nutzen, das Video, oder wenn ihr eine Anregung habt, sowas in der Art. Ne? Also netten Kommentar und dann bitte meinen Kanal abonnieren und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nochmal, denkt dran, schaut euch auch das Video Folge deinem Herzen an. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.